Servus liebe Leute und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Franco hier am Start und wir gehen mit Bretonia, mit den Orks gegen Bretonia in die Schlacht. Haben Azak zu Fuß dabei, sowie zwei Goblin Big Bosse, die ihn beschützen. Wir haben eine defensive Ork-Armee dabei mit einem Katapult. Eine Frontlinie aus drei Black Orks, Warz Orks und zwei Goblins, die stellen wir mal so bisschen, wo stellen wir denn die Goblins auf? Ja, Problem ist, ja, ich weiß gar nicht. Nee, wir stellen die Goblins mal so ein bisschen an die Flanken. Die sollen die Gegner abwehren. Azak mit seinen Boys bleibt mir hier stehen. Unsere Big Guns, die bleiben hier hinten so ein bisschen und versuchen gegnerische Kavallerie abzuwehren. Zusammen mit den Wildschweinreitern. Und wir haben die Zahnräubers. Sowie zwei Skirmish. Kavallerie dabei. Einmal die. Oh, das. Oh nein. Eine ganze Armee aus Kavallerie. Oh weh. Okay, das heißt, wir bringen unsere Goblins doch hierher. Unsere Schwarzorks bringen unsere Big Guns hier hin. Da wo die Goblins vorher waren. Verteidigen hier so gut wie es geht unsere Katapult. Gehen mit unseren Generälen zur Kavallerie. Und gucken, dass wir hier und nicht sterben. So, los geht's. Schwarzorks geht rein. Helden bleiben mal noch hier, glaube ich. Ja, noch, die gehen jetzt mal mit. Big Guns kommen hier mit rein. Hier versuchen wir den so ein bisschen zu umstellen. Hier kriegt er noch ein paar Schläge ab. Unsere Kavallerie bleibt mal noch da. Wir machen hier mal den War. Unsere Fernkämpfer können hier mal kämpfen. Ah, wir können mit unseren Wägen seine Damsel töten. Auch wenn sie auf einem Pferd ist, ist mir jetzt egal. Ich glaube, die kriegen wir trotzdem kaputt im Nahkampf. Wir spannen hier natürlich noch auf unseren Fate of Buna. Das sollte klar sein. Die Goblins haben erfolgreich den Ansturm der Kavallerie abgewehrt. Das ist sehr schön. Hier können wir vielleicht seinen Helden töten. Wenn wir mit unserem Killsquad reingehen. Wir haben hier nämlich auch an einem Goblin den ein Geschwindigkeitsboost dabei. Azak kann jetzt endlich mal seine Magie einsetzen auf die Gralsbitter hier. Unsere Fernkämpfer können hier weiter fernkämpfen, das ist sehr schön. Biggans kommen hier mit rein. Unsere Streitwerke kommen zurück. Die Biggans hier kommen hier mit rum. Und jetzt schauen wir mal, also unser Killsquad wurde leider erfolgreich abgewehrt. Und da kommt schon der nächste Charge. Charge ist ganz schön aggressiv am Chargen, aber der könnte jetzt halt vielleicht ein Fehler gewesen sein für ihn. Weil wir können jetzt hier nämlich von hinten mit unseren Big Guns reinkommen. Das ist sehr schön. Unser Killsquad kommt hier wieder her. Azak ist noch am Start. Kämpft hier mit seinen Jungs. Und jetzt können wir hier ihn einsperren. Das ist wunderbar. Ja, mit dem Katapult hier jetzt einfallen und das war's dann für meinen Gegner. Das war's für meinen Gegner. GG. Ja, ich habe jetzt die dritte oder vierte Schlacht gegen den Chris hier gekämpft. Und das war jetzt irgendwie so ein bisschen ein affiger Bild von ihm. Aber funktioniert er anscheinend öfter mal gegen viele Gegner einen ganzen Bretonia-Bild. Also ein Kavalleriebild mit Bretonia, der nur aus Reitern besteht. Rittern. In dem Fall hat es leider nicht so gut funktioniert. Und zwar haben meine Goblins mir hier den Arsch gerettet, weil sie den ganzen Schaden von meinen Schwarzorks ferngehalten haben. Sonst wären wahrscheinlich meine Schwarzorks ziemlich fertig gemacht worden. Ja. Okay, Leute, ich habe mir noch gerade überlegt, ob ich mit euch nochmal die angucke, wie die Goblins weggehauen werden. Also die ganze Schlacht müssen wir uns ja nicht anschauen, aber vielleicht nur den einen Ansturm und wie viel Schaden es von unseren Schwarzorks abgehalten hat.
Weil das war jetzt ja keine so besonders interessante Schlacht. Beziehungsweise schon interessant und cool auch, aber jetzt so taktisch nicht so besonders krass. So. Gucken wir mal. Da fliegen sie, die Gobos. Oh, da haben die mittleren Schwarzorks haben noch was gefressen. Aber hier, da ging's halt. Und die Schwarzorks, die sind halt gerade gegen so schwer gepanzerte Kavallerie im Nahkampf ziemlich gut geeignet eigentlich. Ja, witzig. Ich meine, Chris ist jetzt hier auch kein so schlechter Spieler. Ich habe gerade schon zwei Runden gegen ihn gezockt und er hat mich einmal ziemlich krass besiegt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so besonders gut war jetzt von ihm. Ja, okay. Ja, deswegen haben wir einen Goblin-Boss auch so schnell verloren, weil der hier umzingelt worden ist. Das war dumm. Okay, Leute.